Wir kommen zu unserem Allegro Network Multimeter Anwendungsbeispiel. In diesem Video untersuchen wir ein WLAN-Netzwerk. Wir zeigen einen typischen Unternehmensfall. Ein Mitarbeiter beschwert sich über schlechtes WLAN im Konferenzraum. Es ist zu langsam für WebEx, aber es hat vor einer Stunde noch funktioniert. Wir zeigen nun, wie dieser Fall innerhalb von Minuten mit dem Allegro Network Multimeter untersucht werden kann. Hierzu ist das Allegro Network Multimeter zwischen dem Konferenz-WLAN und der Firewall installiert. Hier ist das Dashboard. Hier kann man sofort die Linkauslastung und die meistgenutzten Protokolle erkennen. Der Link hat einen Durchsatz zwischen 5 und 20 Megabit pro Sekunde. Zuerst benötigen wir die IP-Adresse des Notebooks. Ist diese nicht bekannt, könnten wir den Mitarbeiter fragen, aber es gibt noch einen besseren Weg. Eine Möglichkeit, um die IP zu finden, ist zu untersuchen, welche IP das Protokoll WebEx genutzt hat. Wir zeigen hier einen anderen Weg. Der Mitarbeiter hat die WebEx-Seite aufgerufen. Damit können wir die IP-Adresse suchen, die auf dem WebEx-Server zugegriffen hat. Dazu öffne ich jetzt die HTTP-Statistikseite. Hier suche ich auf der Seite nach dem WebEx-Server. Damit filtere ich alle HTTP-Server nach dem Suchwort WebEx. Jetzt klicke ich auf eine IP, um mir detaillierte Informationen zu der WebEx-IP anzeigen zu lassen. Jetzt untersuche ich alle IP-Partner der WebEx-IP. Es hat nur eine IP mit dem DHCP-Namen Peter mit der WebEx-IP kommuniziert. Jetzt untersuchen wir seine IP-Informationen. Wir können uns seine Protokolle innerhalb der letzten Stunde ansehen. Dazu schalte ich auf Stundenauflösung. Hier erkennt man sofort, das meistgenutzte Protokoll ist SSL mit 760 MB in der letzten Stunde. Mit aktuell 8,8 Megabit pro Sekunde Durchsatz und nur 65 Kilobit pro Sekunde Durchsatz aktuell für WebEx. Nun untersuchen wir die Verbindung, um mehr über die SSL-Verbindung zu erfahren. Hier können wir nach SSL filtern und nach Bit pro Sekunde sortieren. Es gibt 4 aktive Dropbox-SSL-Verbindungen zu blog.dropbox.com, jeweils mit 1 bis 2 Megabit pro Sekunde Verkehr. Dazu gibt es noch 2 WebEx-Verbindungen mit weniger Verkehr. Der Mitarbeiter synchronisiert sehr wahrscheinlich Daten mit Dropbox. Er sollte dies während der WebEx-Sitzung pausieren. Ich kann also den Mitarbeiter zurückrufen und erklären, dass er Dropbox Sync während WebEx pausieren soll. Vielen Dank, dass Sie sich unser Allegro Network Multimeter Video angesehen haben. Für mehr Informationen besuchen Sie auch unsere Webseite.